Hallo YouTube und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin's, der gute Pamu. Und heute schauen wir uns eine weitere Produktion an. Diese heißt Hopfenplantage. Ja, wie der Name schon sagt, wir können jetzt unseren Hopfen selber bauen. Der Modder schreibt hierzu, mit der Hopfenplantage können Hopfen und Hopfenpellets produziert werden. Als Abfallprodukt fällt Biomaterial an. Zur Produktion wird eben halt Wasser, Saatgut, Dünger und Kompost benötigt. Ja, die Hopfen, also den Hopfen und die Hopfenpellets können wir entweder weiterverarbeiten oder sie eben halt dann über die Produktionslinie selbst direkt verkaufen oder eben halt dann beim Großhändler verkaufen. Sprich, hätten wir jetzt zum Beispiel den Universalverkaufsmod mit drauf, dann könnten wir zum Beispiel jetzt auch den Hopfen oder auch die Hopfenpellets eben halt darüber verkaufen dann. So, wir schauen uns aber jetzt mal ganz kurz hier die Anlage einmal an. Ja, wie man sieht, haben wir hier schön mit eine Hecke mit drumherum und eben halt auch hier den Hopfen. So, springen wir einmal kurz hier rein. Ja, wie man sieht, wir haben hier wirklich den Hopfen herunterhängen. Ja, wir haben bei den Pflanzen jetzt wiederum keine Kollision, aber dafür eben halt bei den Pfosten. Und ja, wir können uns dann auch hier drin auch auf... Ja, wir können auch hier drin ein bisschen rumlaufen, können uns ein bisschen aufhalten hier drin und das Ganze dann auch, ja, so tun, als ob man das jetzt bewirtschaften würde. So, wir haben aber hier am Stromzähler haben wir auch nochmal so ein paar nette kleine Gimmicks, wie zum Beispiel, wir können hier ja so eine Werbetafel erscheinen lassen. Und dann haben wir gleich hier, ne, Hops Plantation. Ja, sieht so schon mal nicht ganz schlecht aus. Zusätzlich können wir dann hierüber noch die Trigger und auch die Trigger Bedeutungen eben halt erscheinen lassen. Wie man jetzt zum Beispiel jetzt hier sieht. Und wir können auch separat nochmal hierüber das Licht auch nochmal steuern. Sprich, wir können da oben das einmal anschalten. So. Ja, und wie man sieht, haben wir hier schon mal ein paar Big Packs generiert, sprich einmal den Hopfen. Da haben wir zum Beispiel jetzt 2000 Liter Hopfen für 850 Kilo als Big Pack und auch die Hopfen Pellets 2000 Liter zu 850 Kilo das Big Pack. Hier hinten an der Wand haben wir auch noch mal so eine orangen Taster. Damit können wir zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt nichts spawnen lassen wollen, können wir da einmal einen Spawnblocker hinsetzen, sprich dann wird da nichts herausgegeben, oder wir lassen die Fläche frei und können dann eben halt unsere Big Packs rausgeben. Ja, jetzt schauen wir uns einmal in unserem Kaufmenü einmal kurz an. Dafür gehen wir in die Rubrik Sonstiges bei Bauen. Na gut, so, und in den Breiter Produktion rein. Und da hätten wir eine Hopfenplantage für 55.500. Ja, und so sieht jetzt die Anlage von oben aus. Wir können es aber auch nochmal separat noch hier in Kompost jetzt noch mit hinsetzen, damit wir eben halt dann auch unsere, ja, unser Biomaterial, was wir dann eben halt dann als Abfallprodukt haben, wieder verarbeiten können dann zu Kompost, um dann die Produktion dann nochmal neu zu befüllen. So. Jetzt gehen wir auch mal kurz in die Produktionslinie rein. Und da sehen wir zum Beispiel jetzt für den Hopfen brauchen wir jetzt 2500 Liter Wasser, 50 Liter Saatgut, 100 Liter Mineraldünger und 250 Liter Kompost. Herausbekommen wir dann 500 Liter Hopfen und 450 Liter Biomaterial. Das Biomaterial können wir dann wiederum verwerten, eben halt in unserem Komposter rein. Dann die Hopfenpellets, ja, brauchen wir dann 2000 Liter Hopfen, um dann 1500 Liter Pellets zu generieren. Wie gesagt, diese können wir dann eben halt über unsere Produktion selber verkaufen oder eben halt dann, wenn wir einen zusätzlichen Verkaufstrigger haben, der das verkaufen kann, sprich ein Universalverkaufstrigger, dann können wir das natürlich auch so am Verkaufen. Ja, und wie man sieht,
Über die Hopfenplantage wäre der Einkaufspreis 2.900 für den Hopfen. Ja, für die Pellets, wie man sieht, aktuell gerade nicht. Ja. Diesen Mod, meine Lieben, könnt ihr euch runterladen bei ModHub. Gibt es für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Ja, haut's gerne mal in die Kommentare gerne rein, was ihr davon haltet. Oder wie ihr den Mod eben halt dann auch findet. Das würde mich gerne mal interessieren. Oder und ob ihr auch den Hopfen eben halt dann auch anbauen würdet. Wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.